habe mich für das Fach Politikwissenschaft auf Lehramt entschieden, weil ich durch den Job als Nachhilfelehrerin schon relativ früh gemerkt habe, dass mir dieses Unterrichten irgendwie gefällt und ich gern mit Kindern und Jugendlichen arbeiten würde. Und das Fach Politikwissenschaft selbst habe ich dann genommen. Klar, weil es einerseits mir in der Schule schon selbst Spaß gemacht hat, weil es irgendwie mein Lieblingsfach war. Und auch von der pädagogischen Sicht, weil ich es wichtig finde, dass Schüler und Schülerinnen darüber Bescheid wissen. Besondere Momente sind für mich, wenn es in Seminaren zu lebhaften Diskussionen kommt. Einfach weil es ein bisschen Ausgleich ist zu Vorlesungen, wo man meistens nur zuhört. Und andererseits führt es einem auch so ein bisschen die Relevanz des eigenen Studienfachs vor Augen. Außerdem ist es immer wieder toll, wenn man merkt, dass die oft trockenen Theorien sich tatsächlich auf aktuelle Geschehnisse in der Politik anwenden lassen. Eine besondere Herausforderung war für mich zu Beginn des Studiums auf jeden Fall das Lesen. Einerseits, weil einfach viel gefordert ist, was man lesen soll und man noch nicht so richtig einschätzen kann, was davon wichtig ist und was nicht. Und andererseits einfach, weil es auch oft sehr wissenschaftliche Texte sind, die man aus der Schule so vielleicht noch nicht kennt. Aber da gewöhnt man sich schnell dran und da kann man sich auch gut mit anderen Studierenden austauschen.